Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Niki und ich will euch heute wieder so ein bisschen bei meinem Tag mitnehmen. Also eigentlich nur beim heutigen Abend, und zwar werde ich zu einem Thumbnail-Training gehen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mit trainieren kann, weil ich genau genommen eigentlich nicht wirklich dafür angemeldet bin. Aber es ist eine ziemlich coole neue Halle mit Springfloor und ja, es wäre schon ziemlich nice, endlich mal wieder zu tummeln, vor allem nachdem ich jetzt erstmal eine Weile krank war und nicht trainieren konnte. Und davor wollte ich euch jetzt auf jeden Fall noch zeigen, was ich mir in den letzten Wochen bzw. eigentlich Monaten, ne, so an neuen Gymwear-Sachen gekauft habe. Diesmal sind es eigentlich eher Hosen, die ich mir gekauft habe, und zwar von Gymshark und von Nike. Und dann legen wir gleich mal los mit der ersten Gymshark-Hose. Und zwar ist es einmal diese hier. Und die gleiche habe ich noch in der anderen Farbe hier. Und ja, ich dachte mir, die sehen eigentlich ganz cool aus. Und vor allem so diese Farbe wollte ich eigentlich schon so lange bestellen. Aber die Gymshark-Hosen sind so teuer. Und ja, die habe ich mir damals beim Black Friday Sale gekauft. Ich hatte davor noch nie eine Gymshark-Hose. Und ich war echt irgendwie, keine Ahnung, ich war irgendwie überrascht so, als ich die Hosen ausgepackt habe. Weil die Hosen halt so voll mini aussehen. Also ich weiß nicht, wer Gymshark-Hosen schon mal hatte, so, der weiß es, aber bei anderen Gymshark-Hosen ist es vielleicht ein bisschen anders. Das ist diese Seamless Collection oder sowas, und die sind wirklich mini, mini klein, und ich habe sie auch noch in XS, und ich war am Anfang so, oh mein Gott, passe ich da überhaupt rein? Ihr seht, das würde wahrscheinlich meinem Arm passen. Aber ja, auf jeden Fall, die dehnen sich richtig krass aus, und wenn man sie anhat, dann ist eigentlich schon ziemlich bequem. Und das Krasse ist, dadurch, dass sie halt so eng sind, shapen sie alles halt so mega schön. Und man hat halt mehr Booty, wofür die Gymshark-Hosen halt einfach bekannt sind. Das Einzige, was mich persönlich daran aber so ein bisschen stört, also, weil ich finde, die sind schon krass eng, und ich finde vor allem halt so am Bund, ist der Bund so mega krass fest, und ich mag das nicht so gern, wenn ich so Bauchübungen oder sowas mache, also so Bauchworkouts, wo man so den Bauch so zusammenzieht, weil dann immer dieser dicke Bund im Weg ist und ja, keine Ahnung, dann kriege ich Bauchschmerzen. Deswegen finde ich die dafür nicht so krass gut geeignet, wobei ich natürlich aber auch nicht weiß, ich habe die noch nicht so lange und ich hatte die auch noch nicht so lange an. Und ja, deswegen könnte es natürlich auch sein, dass sie sich mit der Zeit halt so ein bisschen weiten. Und ich bin auch eher so diese Nike-Leggings gewohnt, die nach der Zeit halt einfach so krass weich und bequem werden, dass man eigentlich eher wie so eine Strumpfhose anhat. Die shapen aber natürlich auch nicht so schön. Und was mir auch krass aufgefallen ist, so was bei allen Gymshark-Hosen halt ist, dass man so ein bisschen so Höschen-Area so krass betont wird. Das muss man auch mögen. Und ja, keine Ahnung, deswegen muss man da auch immer so die Hose so ein bisschen zurechtziehen, finde ich persönlich, weil ich mag es nicht, wenn man es so krass sieht. Es ist aber auch nichts, was mich wirklich richtig stört oder sowas, weil das bei den Nike Leggings genauso ist. Also die muss man auch manchmal so ein bisschen richten und so. Ja, sind halt Leggings-Probleme. Aber so an sich finde ich, die sehen auf jeden Fall richtig schön aus, und vor allem die Farben sehen gut aus, und wie gesagt, sie machen eine gute Figur. Und dann kommen wir zu neuen Nike Pro Hosen, und ja, Nike hat neue Farben rausgebracht und ich musste sie sofort kaufen. Vor allem, sie sind immer so schnell ausverkauft, und als ich sie gesehen habe, ich habe sie einfach sofort bestellt. Und das, obwohl ich eigentlich das neue Nike-Hosenmodell, also Nike Pro-Hosenmodell, gar nicht so krass gerne mag. Weil die letzte, die ich euch in dem Video von mir gezeigt habe, die war so ein bisschen so von der Größe ein bisschen unpassend. Und diesmal habe ich es dann eine Größe kleiner bestellt, also diesmal in XS. Und tatsächlich passt es ein bisschen besser, weil jetzt der Bund halt mehr an meinem Bauch anliegt. Und ja, wenn ihr euch so eine Hose bestellt, dann würde ich euch fast empfehlen, dass ihr die ein bisschen kleiner bestellt, falls ihr so zwischen zwei Größen seid, weil sie sonst halt so am Bauch manchmal so ein bisschen absteht und es sieht dann halt nicht so gut aus, wie wenn es halt anliegt. Andererseits kommt es auch immer darauf an, was man halt so bevorzugt. Wenn man es nicht mag, wenn der Bund halt relativ eng ist, dann natürlich doch lieber größer, aber ja. Auf jeden Fall muss ich euch jetzt mal die Farben zeigen, weil die finde ich nämlich wirklich richtig, richtig schön. Da habe ich einmal dieses Rot, also so ein Dunkelrot, und das finde ich eigentlich auch richtig cool, weil es einfach so zu meinem Team passt, also zu meinen Teamfarben. Und ich hatte sie jetzt auch schon an, XS, und die passt mir eigentlich richtig gut. Was ich ein bisschen komisch fand, ich habe jetzt noch eine andere Farbe bestellt, und in dieser Farbe passt mir nicht
ganz so gut. Also sie ist dann so ein bisschen kleiner, aber ich denke, das wird sich einfach mit der Zeit noch verändern. Aber auf jeden Fall, schaut euch die Farbe an. Es ist einfach ein Pink. Und es ist so ein dunkles Pink, was, wie ich finde, sehr, sehr cute aussieht. Und ich kann mir auch richtig voll gut vorstellen, das halt mit so einem weißen Sport-BH zu kombinieren. Also ich glaube, dann sieht man richtig sweet aus. Auch wenn ich keinen weißen Sport-BH habe. Was natürlich ein bisschen ungünstig ist, weil das heißt, ich muss jetzt noch Geld ausgeben für einen weißen Sport-BH. Aber naja, weiß ist ja auch eine schöne Farbe für einen Sport-BH. Und dann geht es weiter mit einem Sport-BH, den ich bestellt habe. Also diesen Sport-BH habe ich mir bei Amazon bestellt. Und wie ihr seht, ist der Sport-BH sehr, sehr krass knapp geschnitten. Aber ich finde, er sieht tatsächlich schön aus und er hat auch so ein schönes Rückenmuster. Und ja, das Problem ist halt so, ich glaube, fürs Cheerleading wäre es wahrscheinlich ungeeignet, weil ich Angst habe, dass meine Brüste rausfallen. Aber für so andere Sachen, also so Yoga oder vielleicht auch Handstände oder Fitness oder sowas, glaube ich, ist es eigentlich ganz cool. Also das ist ziemlich light support, aber er ist mega, mega angenehm vom Stoff her, also super weich und so. Und deswegen behalte ich ihn auch, weil ich erstens halt so die Farbe richtig krass schön finde und ja, weil er halt sich auch richtig gut eignet für so andere Sachen. Okay, und dann kommen wir zu dem letzten Teil und es ist auch ein Sport-BH. Und da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe einfach nur vergessen, ihn zurückzuschicken, beziehungsweise war einfach viel zu faul, um ihn zurückzuschicken und jetzt habe ich ihn einfach behalten. Er sieht so aus. Okay, das sieht man irgendwie nicht so richtig. Ja, also er ist eigentlich ganz schön. Also ich finde ihn halt so, wenn man ihn so anschaut und so, sieht er richtig krass schön aus und ich habe ihn auch so ausgepackt und dachte mir so, wow, er sieht so nice aus. Aber als ich ihn dann anhatte, es war irgendwie komisch. Also ich werde euch auch gleich nochmal, also ihr könnt es auch gleich sehen, aber er sieht halt irgendwie so unsymmetrisch aus. Oder ich habe einfach keine Ahnung, es passt nicht zusammen mit meinem Körperbau oder meiner Brustform oder sowas in der Art. Ziemlich light support auch. Also da steht medium drauf, aber er ist auch ziemlich locker. Also vielleicht ist es auch nicht so für Hardcore-Sport geeignet. Und er sieht ehrlich gesagt auch so ein bisschen mehr wie so ein Schwimmoberteil aus. Ich hätte mir auf jeden Fall richtig krass gewünscht, dass er mir passt. Aber tut er nicht. Also werde ich ihn wahrscheinlich einfach weiterverkaufen oder weitergeben an irgendjemanden, den er besser steht. Das war's dann mit meinem kleinen Haul und dann werde ich mich jetzt auch gleich fertig machen und mein Zeug packen, um zum Tumbling-Training zu gehen. Und ja, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen und ich sollte vielleicht noch was essen, weil ich habe mir gerade Essen gemacht, aber ich habe mein Essen verbrannt, sodass ich es nicht mehr essen konnte. Yay! Das passiert mir einfach viel zu oft. Das wird jetzt mein Essen, weil ich nämlich definitiv nicht nochmal kochen möchte, nachdem ich mein Essen verbrannt habe. Und zum Glück hatten wir noch Müsli da. Weihnachtsbaum, das ist schon mal gut. Du bist auch ziemlich weihnachtlich. Sehr sweet. Extra gekauft für 5 Euro. Oh, süß. Wunderschön. Jogi muss. Ah ja, doch, du bist auch cute. Mein Schlafshirt. Aha. Deswegen ist es auch so zerknittert, weil es war meine Schlafschublade. Aber ich dachte, es hat so Weihnachtself-Vibes. Doch, das hat Weihnachtself-Vibes. Der Morgen ist zerknittert aus, der Tag die beste Entfaltung. Oh. So. Mehr sage ich dazu nicht. Komisch. Okay. Lisa, sie sieht auch cute aus. Oh,
Ich muss jetzt nochmal deinen Pulli einfangen. Sehr nice. Und Kathis Socken. Das ist die Sockencam. Reih dich mal auch an. Ich hab schon Tagskummer. So viele schöne Weihnachtssocken. Oh, das ist auch süß. Willst du mal dein Outfit gefilmt haben? Wie nochmal, Niki? Kathi. Ich meine das T-Shirt. Lass dich nicht bewegen. Weihnachtsbaum. Hast du das extra für heute gemacht? Ja, ich habe keine Weihnachtssachen. Weihnachtsbaum, ich finde cool, dass du schon hier bist. Was willst du nach Pulli sehen? Ja. Look at this. Okay, reicht. Lie? Ja. Ich habe kein Weihnachtspulli, aber ich habe einen Weihnachtsalpaka. Oh, sehr gut. Ich habe schon sehr, sehr viele Socken aufgenommen. Weil wir alle so.